Leute, jetzt weht ein anderer Wind hier. Herzlich willkommen zum Vlog. Ey, man vergisst einfach, wie alt man ist. Und erst wenn man dann so... Ich habe wirklich jetzt 8 Festplatten durchsucht. Das sind Tonnen von Fotos und Videos. Und erst dann checkt man, wie viel Leben man schon so hinter sich gebracht hat. Ich bin voll die Content-Maschine, fällt mir dann im Nachhinein auf. Ich bin so seit 2004 einfach so immer eine Kamera dabei und jede Scheiße wird festgehalten. Es gibt Fotos. Ich habe die Toiletten im Haus meiner Eltern fotografiert. Bin ich echt blemblem? Ja. Mit 11 fand ich das wichtig. Wir haben ein sehr witziges Phänomen gerade bei uns, oder Phänomen ist übertrieben, aber eine interessante Gegebenheit, und zwar, dass alle drei, und mit alle drei meine ich mich, die Lisa und den Joscha, wir schneiden alle drei aktuell an Porträtfilmen, und zwar an 3 verschiedenen Porträtfilmen. Joscha schneidet den Imagefilm über mich, ich schneide den Imagefilm über Joscha, und Lisa hat ein eigenes Projekt, was sie schneidet. Und das heißt, eigentlich sind gerade sehr viele Porträt-Learnings, und ich würde sagen, jeder haut mal seins gleich raus. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Joscha und machen noch ein paar Shots für den Porträtfilm über ihn, den ich gerade schneide. Das Porträt über Joscha, die Content-Maschine. Schwein. Also, erklär mal, was machst du jetzt gerade, während Joscha sich umzieht? Also Joscha ist ja ein sehr krass vielfältiger Typ, ein heftiger Künstler, der sehr viele Sachen macht, wie zum Beispiel Gitarren ruinieren und dann bauen. Und ursprünglich hatte ich in meiner ersten Version von diesem Porträt, was ich über ihn mache, quasi nur den Regisseur beleuchtet. Und das war mir dann viel zu wenig, weil Joscha viel zu viele Facetten hat, als dass man ihn einfach liegen lassen könnte. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist die Schnittbildwelt dazu. Wir haben super viele Schnittbilder vom Set, aber zum Thema Musik bin ich jetzt vor allem sehr abhängig von den Sachen, die Joscha mir liefern kann. Was hat er früher als Kind gemacht? Er hat mir schon Fotos gebracht aus der Kindheit und irgendwie Materialien von früher. Aber er hat natürlich auch heute immer noch diese krasse Liebe zur Musik. Das Geile ist, Joscha wohnt hier, das heißt, er kann jetzt einfach sich die ganze Zeit umziehen gehen. Wir können hier blöd gesagt machen, was wir wollen. Das ist einfach chilliges Arbeiten. Das sind so Sachen, die müsste man häufiger machen, die machen wirklich sehr viel Spaß und bringen einem auch noch was. Es ist nicht nur Spielerei. Genau, und Joscha zieht sich gerade um und ich hole mir ein paar Schnittbilder von seinen Gitarren, um die Frage, die Lisa anfangs gestellt hat, über einen extrem großen Bogen zu beantworten. Während Maris die R6 auf dem Gimbal hat, habe ich die C70 und gehe immer auf die Bildecken, wo er gerade nicht hinfilmt, und versuche so ein bisschen Close-up. Mäßigere Shots mitzunehmen. Der Gedanke ist auch, es mit den Schnittbildern hier nicht zu übertreiben, sondern dass es eher so ein bisschen halbwegs natürlich wirkt, als wären die jetzt nicht so heroisch entstanden, sondern als wären es einfach aus den vielen Aufnahmen, die es von Joscha gibt, irgendwelche Aufnahmen. Die sollen sich einfach nur einreihen. Deswegen will ich es jetzt nicht übertreiben mit irgendwelchem Cinematic Lighting oder sowas. Es soll schon so einen Ticken Real Life behalten. Das klingt nach einer geilen Ausrede, ne? Was in meinem jetzigen Film so ein bisschen noch fehlt, ist die Dramaturgie. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da beim Dreh zu wenig drauf geachtet habe und jetzt im Schnitt damit Probleme kriege. Ich glaube, Marius und Joscha haben bei ihren Porträtfilmen halt die Möglichkeit, jetzt nochmal Sachen, die sich spontan ergeben, nachzudrehen und Interviews mehrmals aufzunehmen. Und die Möglichkeit hatte ich nicht, jetzt muss ich damit leben. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon einiges gelernt, was nur so Sachen sind wie Fragen stellen beim Interview, mehr auf Themen eingehen, die sich ergeben, vielleicht auch spontanes Handeln beim Dreh und sich nicht so sehr auf den Plan, den man vorher hat, zu versteifen. Wird auch trotzdem was ist dran können? Ja, ich glaube schon. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Bildern bislang und ich glaube, man kann es auf jeden Fall angucken hinterher. Ich hatte geplant, vollständig mit dem Gimbal zu drehen und der C70 da drauf, und habe
im Vorhinein mit Marius darüber nochmal gesprochen, was so seine Erfahrungen sind und seine Tipps. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall die ganze Zeit Gimbal benutzen, bist du bescheuert, Lisa. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und im Endeffekt habe ich es dann so ein bisschen aufgesplittet und dann gar nicht mehr den Gimbal benutzt. Es lag dann nicht daran, dass ich so verschrocken war oder sowas, sondern weil es im Endeffekt gar nicht ergeben hat und auch gar nicht benötigt wurde. Ich habe mein Equipment schon, ich würde sagen, sehr sparsam gepackt. Ich finde, man tendiert schnell dazu, dass man denkt, ah ja, das noch und das noch und das noch. Und ich habe schon extra so gepackt, dass ich nicht so viel mitnehme und habe dann noch weniger davon benutzt und so war absichtlich dann nur mit der Kamera unterwegs, mit Ton und habe dann noch ein Kopflicht auf der Kamera gehabt, um so ein bisschen Eyelight zu kriegen. Und selbst das habe ich nicht benutzt, also sehr, sehr spärlich unterwegs und es hat trotzdem funktioniert. Lisa ist ja in der Position, dass sie quasi in jungen Jahren bei uns schon einfach alles an Equipment kriegen kann, was sie will. Also die, genau, auch musikalisch. Schlagzeug. Das heißt, die Versuchungen, die Joscha und ich früher gar nicht hatten, sind bei ihr natürlich eine ganz andere. Und wir als diejenigen, die alles haben und die ganze Zeit sagen, hör auf, alles zu benutzen. Ich weiß, der Widerspruch bleibt bestehen. aber es ist total wichtig, dass dieses Gefühl, was Lisa hatte, als sie zu mir kam und meinte, ich drehe alles vom Gimbal und ich nehme Stativ mit und eine volle Tasche. Und ich meinte schon so, hey, du drehst im Wald. Du wirst dich übelst abfacken. Und ich finde es einfach schön, dass sie die Erfahrung selber auch gemacht hat und jetzt nicht nur im Nachhinein denken muss, ja, aber vielleicht wäre es ja doch geiler gewesen mit dem Zeug, sondern wirklich gemerkt hat, man überlädt sich einfach schnell mit Equipment. Und das ist, je nachdem, was man dreht, einfach scheiße. So, weiter? Wir sind jetzt, glaube ich, fertig mit Drehen. Ja, ich baue ja trotzdem ein bisschen weiter an der Gitarre. Wir haben ja vor einer Weile dieses Pilotprojekt selber gedreht, diesen Show-Piloten-Trailer. Und es gab heute das erste Verkaufsgespräch dazu, nicht mit uns. Und wir erwarten gleich das erste Feedback quasi. Das ist ein aufgeregter Moment hier. Man sieht es uns an. Joscha, abseits davon die Frage an dich. Du bist jetzt auch gerade an einem Porträtfilm dran, da schneidest du ja meinen. Ich habe, weil du das so gesagt hast, ganz, ganz viel Zeit erstmal damit verbracht, Material zu sammeln aus der Vergangenheit. Und erst als ich super, super mega viel zu viel hatte, bin ich wirklich in den Schnitt gegangen. Und das war total angenehm, weil dann konnte man so richtig kreativ einfach alle Ideen umsetzen. Und man wurde nicht im Schnitt immer wieder so abgehalten davon, dass man nochmal Material suchen muss. Und dann hat man vielleicht doch keinen Bock drauf, sondern ich habe erst die blöde Fleißarbeit gemacht und dann den kreativen Erguss genutzt. Und das war total gut. Vielleicht so als Learning, das gleiche Learning wie du, dass es tatsächlich im Interview eigentlich um Emotionalität geht und um die tieferen Beweggründe und weniger so um den Alltag und sowas. Ich will nicht, dass der Metzger mir erklärt, wie er die Wurst zubereitet. Ich will hören, oh, wir werden angerufen. Martin! Joscha! Und, wie war der Termin? Das war richtig positiv, Alter. Der ist weggeflogen bei dem Trailer. Ja. Er sagt genau das. Das ist für mich 2021. Okay, leicht unterbrochen worden, Joscha. Ja. Imagefilm, Porträtfilm. Porträtfilm. Ich glaube, was wir jetzt geschafft haben mit dem Film von Marius, ist, dass es eine in sich schlüssige Geschichte ist. Wir haben wirklich einen Grund dafür, geile Bilder zu zeigen. Das klingt so doof, aber ich finde Showreels manchmal so unmotiviert. Play. Dann kommen einfach geile Bilder mit irgendwie Artlist-Musik. Aber jetzt haben wir die Bilder, die Showreel-Bilder eingewoben in der Geschichte und plötzlich hat man auch Bock, das zu gucken. Und es ist nicht so, dass man nach einer Minute da denkt und sitzt und sich denkt, ja, jetzt kommt noch eine Landschaft. Das finde ich cool. Das finde ich ist was Besonderes. Habe ich so noch nicht gesehen. Das finde ich ist immer ein gutes Gefühl. Joscha spricht in dem Zusammenhang nur von meinem Film bisher, weil ich ihm noch keinen einzigen Frame gezeigt habe von seinem. Macht jetzt am Samstag wahrscheinlich nochmal eine kleine Schniebi-Session. Und meine Timeline ist jetzt schon so gigantisch lang und groß. Es wird sich lohnen, aber es wird auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern. Weil auch wenn es hier dann im Blog vielleicht so wirkt, als würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als auch diese Filme zu schneiden, sind es effektiv vielleicht 2 Stunden am Tag, die man dran verbringt. Also ich in dem Fall. Hashtag des Tages, selber machen. Passt überhaupt nicht in die Thematik rein. Doch. Wir haben ein Format selber gemacht, was wir gerade verkaufen. Wir machen unsere Imagefilme selber. True. Und ich versuche selber eine Gitarre umzubauen. Und letzteres läuft bis jetzt am schlechtesten. Alles klar. Hashtag des Tages für die Leute, die gerne was schreiben wollen, den Kanal unterstützen wollen, aber keine Lust haben, sich irgendwas auszudenken, schreiben den Hashtag des Tages. Und er ist selber machen. Okay, wir essen jetzt.
Sehr leckeres Essen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Du auch, gut gemacht. Ich habe das Sprudelwasser zubereitet. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Wo ist hier Licht? Wo ist Licht? Und diese scheiß Tür zu. Und mit diesen Worten, bis morgen. Ja, alles Blende 1.0 und das Bild wird automatisch gut. Alte Kameraweisheit. Cinematic wird's. Ja, mein Tipp für Cinematic Portrait Videography, Blende 1.0.